Ich bin dran, ne? Ja. 33. Folge, oder? Ne, 34. 34. Jetzt, Folge. Ist doch richtig, oder? Ja, mach jetzt. Herzlich willkommen bei TB.Simulation auf der in unserem Hof Bergmann Projekt. In der 34. Folge hier schön an einem Freitag. Und morgen ist ein Special Day. Wir werden noch früh genug herausfinden, warum. Warte, was ist morgen für ein Datum? Der Noel ist mit dabei. Servus, was ist morgen für ein Datum? Was ist das? 12. Warte. Guck in deinem Kalender, da müsste es eingetragen sein. Ah, jetzt weiß ich, was das für ein Special Day ist. Oh, ja moin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso du da Special Day was sagst, weißt du? Und jetzt weiß ich. Und wo du schon gesagt hast, so, ja, morgen ist da ein Special Day, da dachte ich mir schon, da sind wir faul dran. Oh, wie schön, dass ich morgen anmoderiere. Scheiße. Wie viele Kartoffeln haben wir denn schon? Wie viele Kartoffeln wir haben? Ja. Ist der LKW schon voll? Träum weiter. 20.000. Er ist wieder nicht eingestiegen, weißt du? Er ist. Boah, du sagst, ich soll gucken, du dumme Sau! Dumme Sau, du! Ich sitz doch! Wie viele Liter waren drin? 2000 gerade noch. Also. Ah. Hat schon gut, dass ich hier in den Radlader einsteig. Leute, will ich eigentlich behalten, den will ich nicht mehr zurückgeben. Du bekommst, wenn wir das Geld dafür haben, schöneren. Oh. Einen Goldhofer Blau. Nein. Einen in Schwarz. Ah. Schreiben gerade Leute in der Klassengruppe. Ah, habt ihr schon das Sekunden eingeschickt? Lukas denkt sich nur, fuck. Ich hätte sehr gedacht, Lukas denkt sich, was wollen die von mir? Und dann schreibt ein Klassenkamerad, ach so, das können wir eh nicht einschicken, das funktioniert irgendwie nicht. Ich denke mir nur so, oh, ja. Ist aber belastend. Du hättest jetzt auch antworten müssen, schade, ich habe es gerade extra fertig gemacht. Weil das wäre unrealistisch. Da müsste die ganze Klasse direkt, ob ich Fieber habe, würden sie fragen. Lukas, hock dich rein, ja, jetzt. Ja, ich seh jetzt. Ach so, das war dieses. Ja, langsam kann ich's. Immerhin etwas. Oh. Boah, wir vertun bei dem Spiel schon Tage und. Was sagen eigentlich unsere Tiere? Weil? So. Ah, wir haben schon ein bisschen Milch. In der morgigen Folge kannst du was singen. Ich weiß. So. Was ist eigentlich noch voll lang hin, aber wir haben schon unsere Aufnahme liegt schon da. Ist irgendwie ein bisschen amüsant, ne? Und jetzt lade ich sie dann am falschen Tag hoch, weißt du? Das wäre so geil. Da haben wir uns vertan, es ist einfach der falsche Tag. das wäre geil. Ich würde darüber sogar lachen, Noel. Ich schau mal eben, wie warm meine Sachen im PC sind, okay? Also wie. Jetzt ist doch schon installiert. Wenn mein PC jetzt gleich abschmiert, ist das, weil ich was gemacht habe. Du hörst mich noch, oder? Ja, ich höre dich noch. Okay. Warnung. So, Luki, ich glaube, du kannst die Schaufel wieder voll machen. Ja, warte. So, ein Moment. Meine Temperatur ist von meinem Prozessor, von meinem AMD, Prozessor, von meiner CPU. Die liegt gerade bei 72 Grad. Passt doch.
Kann irgendwie aus dem Grund eine WhatsApp-Nachrichtung geschaut. Ich schaue sofort. Aber ich finde WhatsApp am PC viel praktischer als auf dem Handy. Weil auf dem Handy müssen sich die Leute auf YouTube sonst jedes Mal einen komischen Klingelton gönnen. Und wenn sie fragen, ob ich im Kindergarten bin. Nein, so schlimm ist das auch nicht. Oder am PC kriege ich halt immer BIM. Ja, ich habe es extra jetzt stumm geschalten. Sonst wäre es in der Aufnahme so BIM, 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 BIM. Ich habe es extra an, damit... Ja, moin. Damit ich was mitbekomme. Weil sonst kriege ich halt nichts mit. Und wenn meine Mom irgendwie ruft, dann kriege ich halt... viel mit, wie als wenn in China ein Sackreis umfällt, ne? Also, alles. Was mit dem Headset eigentlich noch... Was mit dem Headset eigentlich noch... wieder voll machen. Er muss wieder einsteigen. Ja, natürlich nur, ey. Boy. Wenn er ein bisschen Gewicht vorne hat, geht dann du voll eingeschlagen hast, dann fährt der wie... Ich will nicht sagen, aber diese Produktion können sie auf allen Maps verbauen. Die ist so geil. Ja, ne, das ist so ein Ding, das müsste es zum Platzieren geben. Das ist so ein Teil, was auf der Schwarzinge noch fehlt. Kai... und Bartmann namens Raphael. Ihr seht es hier hoffentlich. Wenn nicht, ich schicke euch das Video. Also warte. Du willst, dass die diese Big Bell Big Bag Befüllstation am Landhandel platzieren oder was? Ja. Okay. Herr Ludesheim ist mega geil. Und wenn ich das schon lese, schickt gerade jemand die Kunstliste rein. Luki, einsteigen. Erstens Kunstkiste, zweitens ein Zeichenblock DIN A3. Ja, krieg schon wieder A3 zu viel. So, da brauchen wir einen Malkasten, Wasserfarben. Und dann kannst du, wenn du eingestiegen bist, kannst du kurz mal nach dem Roller schauen. Ja, eine Sekunde. Mach ich. Ja, das ist die Kunstliste, muss ich dann auch noch mal irgendwann nächstes Jahr holen, das reicht dann. Luki? Eine Sekunde. Was hast du die ganze Zeit an? Was ist? Was hast du dir gerade angehört? Ich sprach nicht, warum? Weil man es gehört hat. Inwiefern? So, hau. Naja, aber wie viel hat man davon wenig gehört? Eigentlich, ich weiß gar nicht, man hat ja nur gehört, dass jemand im Hintergrund redet. Ich höre mir die Sprache, ich höre mir das Video danach einmal an, die Aufnahme. Warum hat man das denn? Aber also, man muss auch sagen, das war auch dezent laut. Ich habe mir kurz die Sprache leicht angehört. Wo wie immer am Ende wow, jetzt blockiert er den Helfer. Weißt du, jetzt blockiert er den Helfer. Ist unglaublich. Wir haben gesagt, immer vor der, immer an der vorletzten Folge ist immer der Klassengruppe in der Diskussion. Ist beim letzten Mal genau das Thema gewesen. Und was viel faszinierender ist, dass du dir das einfach durchgehend anschaust, weil du so geizig bist und das alles wissen musst. Ja, natürlich, ich bin. Ich hab meine Klassengruppe auf stumm geschalten gehabt, weißt du? Ja, aber du bist auch so einer, dich juckt auch nichts. Ja, du bist auch so einer, da hieß es, da hat man vor 3 Wochen Bescheid bekommen, dass man irgendwas holen muss und dann wenn er nichts mitbekommen. Ja, du hast auch hier keine Hausaufgaben, so wofür brauchst du das? Hey. Digga, als ob ich heute noch losgehe und mir Kunstsachen kaufe. Was sag ich? Alter, kannst du aufhören, den Helfer zu blockieren? Ja, ich muss ihn auch irgendwie abfahren, du Arsch! Ja, dann schalt ihn halt aus, so lang. Nein! Dann hatte ich den lieber blockiert. Oh, nee, ich höre mir die Sprachnachricht jetzt nicht an, sonst hört man euch wieder an. Wie Noel sagen würde. Was heißt, was ich sagen will? Ich habe mich gerade gefragt, warum ich in den Radlader nicht einsteigen kann. Geh mal Beifahrer, komm, mach mal Beifahrer. Ja, Noel, das sieht so scheiße aus. Gibt's auch noch eine andere Beifahrerposition? Die ist auch nicht. Warte. Äh.
Da, viel Spaß. Und du so heute neu? Ich bin heute noch nicht abgehoben. Take on me. Take on me. Wieder 8000 und Liter. Du musst doch einmal einsteigen. Ja, kein Problem. Der Schuppen hier oben ist bald voll. Wer ist gleich voll? Der Schuppen hier mit Mischfutter. Du bist gleich auch voll, wenn ich fertig bin mit dir. Und der Radlader hat jetzt die Hälfte des Tanks leer nach 4 Stunden. Der Radlader, der Kramer halt. Der Radlader, Digga. Es ist so ein kleines Mini-Pissding, der hat die Hälfte von dem Traktorreifen, ja, der Radlader. Ja. War der schon immer braun, Noel? Ja, es ist Zahnfarbe. Aber warte mal eben kurz. Warum sind die Scheinwerfer da vorne ohne Dreck? Ja, die sind zu hoch. Die werden nicht dreckig. Der Windlichter erkennt man nicht mehr. Oh. Noel? Ja. Wann kommt eigentlich mein TB-Punkt-Simulation aus Bett? Hat Lieferprobleme. Ja, der Laptop auch. Sagen wir es so, dein Mauspad bestelle ich erst dann, wenn der Laptop bei mir angekommen ist. Ah ja, wenn das so ein Niveau ist. So, dass jedes Mal wieder vergisst. Nee, das Problem ist, ich vergesse es nicht, ich habe da aktuell ein Problem bei. Und zwar akzeptiert er mein Konto nicht. Na, hätte ich jetzt auch gesagt. DHL akzeptiert mein Konto momentan auch noch nicht, Noel. Das tut mir natürlich leid. DHL muss auch dein Konto, sondern das von deiner Mama akzeptieren, somit. Ah. Immer ein Arsch gewesen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, so blöd wie es klingt, ich vergesse das tatsächlich jedes Mal. Ist hier nicht, um mir was zu unterschlagen. Dann mach ich das nämlich anders. Dann sag ich, Noel ist jetzt unterschlagen, fertig. Ich sag mal so, spätestens nächstes Jahr hab ich's. So, siehst du, brauch ich mir gar nicht die Mühe machen, brauch ich die DHL-Kosten nicht zahlen, nein. Das ist nicht das Problem. Und mein Ziel ist es, dass ich und dein Ziel muss es sein, dass ich dieses Jahr noch bekomme, weil dann bekommst du zu Weihnachten das Mauspad. Boah, das ist natürlich. Als zweijähriges Teammitglied kann man dann sowas machen, weißt du? Wie Teammitglied? Jetzt bin ich auf einmal Teammitglied, du Arsch! Sagen wir mal so, etwas über dreiviertel Jahr Teammitglied und seitdem Chef. Chef. Vom Modding vielleicht, ja? Ja, du bist so ein Arschloch, wirklich. Nee, stimmt aber auch. Vom Modding kannst du von mir aus der Chef sein, weil da habe ich keine Ahnung. Und wenn aber du... vom Rest habe ich nichts zu melden, ne? Auf einmal. Habe ich auch nie behauptet. Du musst. Alter, jetzt ist er schon wieder nicht eingestiegen, weißt du? Warum? Läuft doch. Ach, Digga, die Klassengruppe besteht wieder nur aus Sprachnachrichten. Ah, leichter am Ziel vorbei hinschossen. Ach so, ich bin von allen der Chef und du bist der zweite stille Teilhaber. Genau. Ah. Dafür laberst du zu viel. Wir sind stillen Teilhaber. Sagen wir es so, ich bin der Eigentümer. Ah ja. Ich bin die Geschäftsführung, oder wie soll das jetzt hier laufen? Ja, du bist der die Aufträge schreibt und das Geld organisiert und ich bin der abkassiert. Ach so. Man muss dazu sagen, bei uns gibt es immer noch keine genaue, perfekte Verteilung. Nein, eigentlich gibt es eine perfekte Verteilung. Nein, gibt's. Haben wir alles. Wir sind immer noch auf der Suche nach Paar. Also, ganz ehrlich, man kann sagen, wir sind auf der Suche, die... Lucky, wie alt wirst du? 15. Ja, 15, ja. Wir suchen jemanden, der uns hilft, der mindestens 15 Jahre alt ist. Also von 15 bis nach oben keine Grenzen gesetzt. Suchen wir jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, vom Modding-Monster zu unterstützen und der ein bisschen Ahnung hat, was sonst angeht. Der uns einfach ein bisschen unter die Arme greift, damit wir das nicht alleine rocken müssen. Weil wir haben, also ich sag mal so, was ich zurzeit mache, ich nehme die Videos mit Luki auf.
Dann lade ich die hoch, beschrifte die alle komplett. Ich mache jeden Tag das Instagram. Ich mache für Instagram Bilder, dass sie da ausreichend haben. Wer macht zu 80% die Stories? Rede ich gerade von Stories oder von Bildern? Ja, dann würde ich gerne jetzt auch, dass du Stories anschneidest. Stories macht zum Großteil der Luki. Ja, aber der Luki nämlich lange, weil er hat mittags. Weil der Luki da für Zeit hat. Und ganz ehrlich, wir brauchen jemanden, der uns einfach hilft, auf unserem Discord ein bisschen Ordnung zu machen, der ein bisschen die Leute auf dem Discord unterhaltet. Da würden wir uns freuen, wenn wir jemanden finden, der da Verständnis für hat, der eventuell auch mit uns zockt, der ein bisschen Ahnung hat vom Modding. Sagen wir mal so, wir brauchen, um genau zu sein, wir brauchen Leute, die gerne mit uns zocken, dann würden wir noch sowas wie Supporter annehmen, dann noch Modder, das sollte alles mindestens 15 sein. Man könnte jetzt wieder sagen, ich bin auch 15, aber hat seine Gründe. Ich würde so sagen, wo der Luki angefangen hat, bei mir war er 13. Weil der Luki, der hat vom Dings her so ein Niveau, was Realismus und so angeht, wenn ihr euch die BMWs anschaut, die sind fast wie in echt. Also da gibt es fast keine Unterschiede mehr. Natürlich, es gibt die Spiegel und so, will ich auch nicht abstreiten, aber es gibt fast keinen Unterschied mehr. Und deshalb ist der Luki da, wo er jetzt ist, und hat auch deswegen so viele Rechte, wie er jetzt hat. Wie viele sind da noch drin? Was mit den Rechten ja auch andere Gründe hat, ne? Außer das Modden. Ja, wie gesagt, weil du einfach ein treues Mitglied bist und nicht einer, der kommt und nach 2 Minuten wieder abhaut. Aber ich bin jetzt aber was. Luki, du das abmoderieren. Ja, das können wir auch beim nächsten Mal sagen. Ja, das war's dann. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss. Servus.